Das ist er, der Rostocker Hauptbahnhof. Heutzutage ist er die Hauptader, der Knotenpunkt des Fernverkehrs Rostock. Das war jedoch nicht immer so. Im Jahr 1886 wurde er durch die Eisenbahn- und Dampfschifffahrtgesellschaft Deutsch-Nordischer Lloyd als Lloyd-Bahnhof in Betrieb genommen. Anfangs standen nur Ziele wie Neustrelitz, Warnemünde, Nyköbing und Preußen auf dem Fahrplan, da diese ebenfalls zur Lloyd-Bahngesellschaft gehörten. 1894 wurde der Lloyd-Bahnhof vom Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin gekauft. Diese besaß mit dem Friedrich-Franz-Bahnhof bereits einen weiteren Bahnhof in Rostock. Vom Friedrich-Franz-Bahnhof fuhren die Züge ausschließlich ins regionale Umfeld, also Orte wie zum Beispiel Papendorf, Stralsund oder Wismar. Aufgrund seiner Lage verlor dieser aber immer mehr an Bedeutung, weshalb der Lloyd-Bahnhof daraufhin seine Aufgaben übernahm. Der Friedrich-Franz-Bahnhof wurde zu einem Güterbahnhof umfunktioniert und der Lloyd-Bahnhof wurde zum Hauptbahnhof Rostocks. Aufgrund der damals stetig wachsenden Fahrgastzahlen fanden immer wieder Umbaumaßnahmen statt. So bekam die Empfangshalle am Nordplatz 1913 einen neuen Anstrich. Nach Entwürfen von Paul Korff bekam diese nämlich verschiedenste Jugendstilelemente sowie kleine Balustraden. Diese wurden 1942 jedoch fast vollständig zerstört oder infolge der sowjetischen Besatzung demontiert. Lediglich die unteren Fassadenteile sind heute noch erhalten. Nach der deutschen Teilung wurde das Verkehrsnetz des Bahnhofs immer weiter ausgebaut. Seither wurde auch die Umgestaltung des Hauptbahnhofs diskutiert. Diese Idee wurde jedoch stets verworfen. So konnten die Pläne nicht mehr zu DDR-Zeiten umgesetzt werden. 1998 wurde dieses Projekt wieder aufgegriffen und einer Modernisierung wurde zugestimmt. Nach 5 Jahren war diese bereits fertiggestellt und der Hauptbahnhof Rostock nahm seine heutige Gestalt an. Inklusive Straßenbahntunnel, neu gestalteten Bahnhofsvorplätzen auf der Nord- und Südseite und einer Anbindung an die Südstadt. Das alte Bahnhofshauptgebäude ist heute noch auf dem Gelände zu finden. Darin befindet sich heute das Deutsche Rote Kreuz. Heute ist der Hauptbahnhof mit 11 Gleisen der größte in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Des Weiteren ist der Hauptbahnhof in 3 Tunnelebenen unterteilt. Im Erdgeschoss befinden sich die Gleise 1 bis 11. Diese können über das erste Untergeschoss erreicht werden. Dabei handelt es sich nämlich um eine Verbindungsebene zwischen dem Nord- und Südeingang. Über diese können die Zugreisenden zu Fuß die verschiedenen Bahnsteige erreichen. Oder sie begeben sich eine Etage tiefer, ins zweite Untergeschoss. Dort befinden sich nämlich die 2 Straßenbahnhaltestellen der RSAG. Diese fahren zum einen in Richtung der Innenstadt und zum anderen in Richtung der Südstadt. Vom Hauptbahnhof kann man, vor allem heute, überall hingelangen. Das macht ihn zu einem der, wenn nicht sogar dem wichtigsten Bauwerk in Rostock.